Willkommen zum zweiten Teil unserer FabFilter Mastering Challenge. Ihr habt uns eure Mixes zugesandt und ich habe die gemastert. Viel Spaß dabei, nach dem Trailer geht's los. Herzlich willkommen zum MusoTalk, dem Music und Sound Production Podcast aus Berlin. Ja, vor circa einem Monat hatten wir ja schon hier zwei tolle Mixes am Start von euch, die ich gemastert habe. Ausschließlich mit FabFilter-Plugins. Das ist Teil hier unserer FabFilter-Reihe. Mein Name ist Benjamin Schwen. Hier im Musotalk Hauptstadtstudio habe ich mich mit meinem Laptop eingefunden, um mal zu zeigen, wie ich an einen Mix rangehen würde, wenn ich ausschließlich mit FabFilter-Plugins mastern sollte, was durchaus möglich ist. Ein Song ist mir hier zugeschickt worden von Patrick aus Peru. Er ist Deutscher, aber er lebt wohl in Peru und singt auch Spanisch. Und er hat mir hier ein Stück zugesandt, was so ein dunkler, ja, wie soll man das bezeichnen, düsterer Sound, der mich aber auch so ein bisschen an die letzteren Radioheads erinnert. Wir hören jetzt mal erstmal in den Mix hinein, ohne jede Bearbeitung, das, was ich quasi bekommen habe. And that's a mountain. Jetzt schmeiße ich mal die Mastering-Kette an. Ich habe versucht, beim Limiter die Lautheit so einzustellen, dass es keine allzu großen Sprünge gibt. Erstmal nochmal kurz ungemastert und dann gemastert. Natürlich wird es subjektiv jetzt auch lauter, weil, wie wir in der Waveform sehen, wir extreme Ausschläge haben. Der Kick, ziehe es mal größer, wir können nochmal reinschauen. Und dieser Unterschied zwischen diesen hohen Ausschlägen, diesen Transienten und dem, was wir in der Mitte sehen, das, was als Wurst oder da erscheint, das ist quasi das Material, was quasi diese Lautheit ausmacht. Manchmal kann das auch gewünscht sein, dass wir wirklich so laute Ausschläge haben. Aber als ich das so gehört hatte, man muss ja auch immer den emotionalen Gehalt einer Musik versuchen zu verstehen. Und ich fand, das ist ein sehr so ein stilles Gebet, so eine stille Ansprache, sehr eindringlich und leise gesungen. Das heißt, ich wollte eigentlich gerne, dass der Sänger und dass die Musik näher an mich ranrückt. Deswegen habe ich natürlich mit Kompression gearbeitet. Aber die erste Instanz ist bei mir immer, in der Regel immer ein Equalizer. Und da gucken wir mal, was ich da gemacht habe. Sehr, sehr, sehr ungewöhnlich, was ich eigentlich bisher selten bis nie mache, ist einen doch sehr starken High-Cut bei um die 10 Kilohertz, weil wenn wir uns mal das Material anhören, ich lasse mal diesen Equalizer aus und schmeiß mal einen neutralen, der nicht eingestellt ist, an, können wir mal durch den Analyzer sehen, wie viel also Höchsttonbereich der Kollege hier eingefügt hat oder vielleicht war es auch in den Sounds. Also das ist wirklich, wirklich ungewöhnlichst hoch. Also dass jemand wirklich, ich sage jetzt mal 15 Kilohertz bei 0 dB in seiner
in seinem Frequenzscope hat. Das ist schon sehr schräg. Und dazu gab es auch noch richtige Artefakte, die man auf guten Lautsprechern mit noch funktionierenden Ohren hören kann. Und deswegen habe ich auch bei meiner Equalizer-Einstellung zu einem gewissen Trick greifen müssen. Und zwar eine Automatisierung von zwei Frequenzen. Wir gucken mal eben rein in das Intro und dann sehen wir, wie ich den Equalizer hier automatisiert habe. Moment, irgendwie ging die Automatisierung jetzt gerade nicht. Hier sind zwei Frequenzen. Wir können uns das nochmal auf dem Analyzer anhören, auf dem anderen Equalizer, wo nichts eingestellt wurde, wo wirkliche Peaks sind. Und zwar gibt es hier Resonanzen bei 11 kHz und bei 22 kHz. Und diese habe ich jetzt versucht, durch eine Automatisierung, durch eine Automation wegzufiltern. Die kommen mir eigentlich nur in den Intros so stark vor. Dann habe ich sie später rausgelassen. Dennoch war mir wichtig, dass im allerhöchsttonbereich war einfach viel zu viel Energie. Und da habe ich dann wirklich gesagt, okay, wir müssen jetzt hier ein High-Cut verwenden, damit einfach diese extreme Hochtonenergie abgemildert wird. Es ist immer noch genug da in diesem Bereich. Und darunter habe ich einen dynamischen Filter bei 2 kHz gesetzt. Das ist da, wo die Stimme liegt. Das gibt der ein bisschen mehr Kraft. Aber als dynamischen Filter. Der nächste Filter hier hat man schon gesehen, der betrifft die Kickdrum, die so ein hohes Pock hat bei 240 Hertz. Das ist halt eine Möglichkeit, schon mal diese sehr laute Kick, die wir am Anfang ja festgestellt haben, die man in der Wellenform schon sieht, schon so ein bisschen in den Sound zu kriegen. Also das eine ist durch Equalization zu gucken, welche Frequenzen kommen da zu doll raus. Gerade mit dem Q3, der die dynamischen Bänder hat, also Bänder, die komprimieren können, die punktuell oder zeitlich punktuell absenken können. Und das Ganze geht natürlich in nächster Instanz dann in einen Kompressor. Und der ist mindestens genauso wichtig, um die laute Kick in den Zaum zu halten. Ich mache den Kompressor mal an und mal aus und dann hören wir mal den Unterschied. In dem Fall wirkt die Kick jetzt gar nicht mal so schlecht, wenn man den Kompressor auslässt, weil sie natürlich jetzt durch meine Limiter-Einstellungen eigentlich soft geklippt wird. Also die Kick geht dann halt in den Limiter, den müsste ich eigentlich auch mit ausschalten, um das zu hören. Ich habe mich hier für den Punch-Modus entschieden. Das ist auch ein Modus, der etwas deutlicher klingt. Wir hören mal uns mal ein paar andere Modi an. Auch hier mit einer sehr kurzen Release-Zeit, um wirklich nach der Kick alles wieder sofort ranzuholen. Also Kick und dann kommt der Rest der Musik wieder.
Dadurch schaffe ich es, die Kick leiser zu machen, den Rest wieder näher ranzuholen, aber nicht so ein großes, so eine große Release-Zeit Einschwung-Schwinger zu haben. Also dass man irgendwie dumm, zip, und dann ist er wieder da. Sondern es muss relativ schnell gehen, damit man diesen eindringlichen, nah rangeholten Effekt erhält. Benutze ich bei Stimmen genauso. Also Attack-Zeit muss man gucken, dass bei einer Kick, kann ich auch mal jetzt mal zeigen, was passiert, wenn ich die auf Null mache, dann geht ein bisschen zu viel Anschlag verloren, dass man da ein bisschen Anschlag durchlässt, also die Attack-Zeit etwas länger einstellt. Wir hören mal rein. Also das hat mir gar nicht gefallen, wenn die Attack-Zeit zu kurz ist. Dann wird einfach dieser spezielle Kick-Sound, der ja auch bewusst so gewählt wurde, also ein etwas mittiger, pockiger Sound. Und wenn man die Attack-Zeit auf Null dreht, wird einfach der komplette Einschwinger schon runtergebügelt und die klingt dann einfach nicht mehr so, wie sie eigentlich klingen sollte. Nächste Instanz, immer wieder beliebt, ist der Saturn, das Saturations-Verzerrungstool von FabFilter, multibandfähig. Und da gucken wir jetzt mal rein, was ich da in den einzelnen Bändern gemacht habe. Ich mache mal den Saturn im Verlauf aus, dass ihr mal hört, was der macht. Er macht's wärmer, er macht's eindringlicher. In den Mitten habe ich mir so eine etwas wärmere Saturation, Röhrensättigung reingeholt. In den Höhen mache ich ganz gerne Clean Tube, einfach weil ich nicht mag, wenn man so Hi-Hats hat oder Hochtonausschläge oder bei der Stimme S-Laute, wenn die verzerren, das klingt dann so ein bisschen wie bei alten Schallplatten und das mag ich gar nicht. Also da will ich mir dann doch so einen edlen Hochton-Sound bewahren und deswegen dann den Clean Tube-Sound. Wichtig auch, das Plugin im HQ-Modus laufen zu lassen. Das ist halt ein Modus, der Aliasing-Verzerrungen vermeidet. Ein Oversampling sozusagen integriert in den Algorithmus und einfach natürlicher die Verzerrung bearbeitet. Wir wissen ja, eine digitale Emulation eines analogen Originals ist immer eine Annäherung. Es kann nie 100% gelingen, weil man einfach die Berechnung irgendwann stoppen muss. Das führt aber zu weit. Ich bin kein Computerfachmann. Dafür aber mit dem Mastering doch schon ganz gut vertraut. Und als allerletztes kommt natürlich immer der Limiter. Und der Pro L2 von FabFilter hat ja hier diverse Möglichkeiten. Ich bin wieder mal auf meinen Lieblingsmodus oder Style, wie er hier heißt, gestoßen. Der Aggressive Style. Aggressive heißt, ein Transient wird quasi nicht vererkannt mit starkem Look-Ahead, sondern der Limiter ist quasi überrascht oder besser gesagt, er lässt sie durch und es entsteht ein Abschneiden der obersten der Transient und dadurch haben wir so ein kleines Knacken, was sich quasi auf den Sound rauflegt und dadurch den Sound knackiger machen kann, aber natürlich eine Verzerrung ist, weil wir hören mal rein, man kann ja beim Limiter beim Pro L2 kann man ja das, was er wegnimmt, kann man sich ja gesondert anhören. Da gucken wir mal, wie er da was er mit der Kick macht. Also einen ziemlich harten Knack. Ich gehe mal in einen anderen Style, um das mal zu vergleichen.
Ups, jetzt war es etwas laut. Entschuldigung. Wir sehen es jetzt hier auch an der Wellenform. Schaut mal, das ist wirklich wie mit der Schere abgeschnitten. Und wir sehen sozusagen das Nutzsignal, also das, was wirklich, wo die meiste Musik drin steckt, ist jetzt deutlich näher an die Null rangerückt. Und die Transienten, das ist in dem Fall diese pockige Kick, wurde durch den Equalizer zuerst in der Frequenz 240 Hertz ungefähr, den Kompressor und zuletzt durch die Limiter so weit eingedämmt, dass wir eine relativ gute Lautheit jetzt und ein schön lautes Master auch haben. Wie gesagt, der Vergleichbarkeit wegen habe ich jetzt hier Output auf minus 7 dB gestellt, damit ich, wenn ich hin und her schalte, damit man nicht sagt, ja, ist lauter, hast du gut gemacht. Ne? Wir hören jetzt nochmal hin und her mit den Mastering-Einstellungen und ohne die Mastering-Einstellungen. Für die, die gute Kopfhörer haben oder gute Monitore, die haben, hören vielleicht, dass im ganz Hochtonbereich das einfach ein bisschen Energie rausgenommen ist, weil das ist zwar eher, das ist zwar toll, aber wenn das zu viel ist, wirkt das so, man hat das Gefühl, die Alten erinnern sich, wenn so ein Röhrenfernseher an war, der hatte auch immer so einen 10 Kilohertz hohen Frequenzton, der immer so mitschwang und das kann sehr unangenehm sein. Zum anderen, was mir immer wichtig ist beim Mastering, was ich meine auch hier geschafft zu haben, ist, dass das Tonale des Mixes erhalten geblieben ist. Also, dass man nicht das Gefühl hat, oh, was ist mit den Mitten passiert? Oder was ist denn jetzt plötzlich, was springt denn da plötzlich raus? Also, ich schalte nochmal hin und her. Ich finde, die Balance des Mixes ist erhalten geblieben. Ja, und das kann man alles alleine mit FabFilter-Plugins erreichen. Wie ich schon im letzten Video gesagt habe, schön wäre es noch, wenn es noch ein Spreading-Tool gäbe von FabFilter, ein Stereo-Verbreiterungstool. Das würde ich dann sicherlich auch noch anwenden. Aber man sieht, man kommt eigentlich sehr, sehr weit mit den Tools. Beim Mastering immer bedenken, kleine Schritte führen zum Ziel, das genaue Analysieren, das Erkennen im Vergleich mit Referenzen, was fehlt dem Mix, wovon hat er zu viel. Da kann der Analyzer helfen, der im Q3 ja wunderbar drin ist, wo wir genau sehen können, gibt es Resonanzen, gibt es Frequenzen, die raushauen. Und dann Schritt für Schritt durchzugehen, wirklich zu überlegen, was brauche ich nicht. Interessanterweise, wir haben ja den Multiband-Kompressor also, bei FabFilter, den benutze ich gar nicht mehr so oft. Der Multiband-Kompressor hat ja einen Vorteil, dass er in verschiedenen Bändern komprimieren kann und war immer ein Tool oder ist ein Tool, um auch einen Mix besonders laut zu kriegen. Dadurch, dass der Q3 jetzt ja auch dynamische Bänder hat, wende ich den da oft dynamisch ein. Und der Multiband-Kompressor kann aber auch dazu führen, dass ein Mix zu gleichförmig, zu radiomäßig komprimiert klingt, falls ich mich richtig ausdrücke oder verständlich ausdrücke. Deswegen habe ich den jetzt in den letzten beiden Malen nicht verwendet. Den gibt es natürlich auch. Das ist ein ganz wichtiges Mastering-Tool, wie ich finde. Und ja, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Im nächsten Monat sehen wir uns mit Teil 3. Da gehe ich an einen anderen Mix eines anderen Zuschauers. Mir bleibt nur zu sagen, viel Spaß euch. Und es hat mir viel Spaß gemacht, eure Mixe hier zu bearbeiten mit FabFilter-Plugins. Macht mehr Musik und bis bald.